Virtual Reality kann ein teures Hobby werden. Um überhaupt in den Genuss kommen zu können, hat man wie in meinem Fall bei der Quest 2 bereits hunderte Euros für ein Headset ausgegeben. Man hat allerdings noch kein Spiel gekauft. Ihr wollt wissen, wie ihr an kostenlose Spiele kommt? Bleibt dran! Grüßli Müsli Smooms hier. Sollte euch das Video gefallen, dann gebt ihm doch gerne ein Däumchen nach oben. Außerdem versuche ich auf YouTube zu wachsen, um mir dabei zu helfen, abonniert meinen Kanal und helft mir dabei, den nächsten Meilenstein von 69 Abonnenten zu erreichen. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, kannst du auch noch die Glocke aktivieren, wäre eine echte Heldentat. Ich zeige euch nun 5 VR-Games, die ihr spielen könnt, ohne auch nur einen Cent dafür ausgeben zu müssen. 5. Wolltet ihr nicht schon immer mal als Barkeeper arbeiten? In Taphouse VR könnt ihr das jetzt. In diesem Spiel seid ihr ein Kneipenwirt für Zwerge. Dieses Spiel bedient sich der Bewegung durch Teleportation und kann augenscheinlich leider nicht umgestellt werden. Trotzdem habe ich mit diesem Spiel mega Spaß. Verschiedene Schwierigkeitsstufen, in denen man den Highscore immer versuchen sollte zu schlagen, sorgen für Replayability. Das Spiel ist definitiv nichts für Leute mit 2 linken Händen. Taphouse VR bekommt von mir 3 von 5 Gamepads. Look up! Target practice is here. Trickster VR Horde Attack ist ein in meinen Augen gut gelungener Wave-Shooter im Fantasy-Setting. Das Handling der Waffen ist toll umgesetzt und zudem schaut das Game auch super aus. Rein technisch betrachtet haben wir hier eine Demo eines Bezahltitels mit dem Namen Trickster VR. Aber in sich ist das Spiel ein gelungener Zeitvertreib, der durch einen Spielmodus, der ein Leaderboard enthält, auch für Replayability sorgen kann. Trickster VR Horde Attack bekommt von mir 4 von 5 Gamepads. Cards and Tankards ist ein Spiel für die Trading Card Game Junkies unter uns. Es spielt sich ein wenig wie Magic the Gathering oder Hearthstone. Es ist einfach in das Spiel reinzukommen, aber hart ist zu meistern. Um bei Cards and Tankards vorwärts zu kommen, muss man keinen Cent investieren, hat aber Möglichkeiten für den Battle Pass oder Booster Packs für neue Karten Geld auszugeben. Booster Packs können jedoch auch mit der Ingame-Währung erworben werden. Für Spieler, die sich nicht so sehr sozialisieren wollen und eher menschenscheu sind, gibt es zusätzlich zum PvP-Modus auch einen PvE-Modus. Cards and Tankards, trotz Free-to-Play, für mich ein Highlight. Cards and Tankards bekommt von mir 5 von 5 Gamepads. Pavlov Shack ist der kleine Bruder vom VR-Shooter-Kracher Pavlov VR, der kostenlos auf der Quest spielbar ist. Aktuell befindet sich das Spiel in der Beta-Phase, kann deshalb nur über AppLab heruntergeladen werden. Das fertige Produkt wird vermutlich nicht mehr kostenlos sein. Prinzipiell spielt sich Pavlov Shack genau wie sein großer Bruder. Wer sich nicht daran stört, einen Haufen Kinderstimmen zu hören, und wenn ich Kinderstimmen sage, meine ich buchstäblich 4-Jährige, die man via Voice Chat in fast jeder Runde hört, kann mit Pavlov Shack eine tolle Zeit haben. Ich persönlich habe sehr viel Zeit hineingesteckt. Pavlov Shack bekommt von mir 3 von 5 Gamepads. Bevor ich das letzte Spiel in dieser Liste vorstelle, hier noch ein kleiner Hinweis. Auch wenn ihr euch keine VR-Games kaufen wollt, einige Spiele, die ihr bereits in der Bibliothek habt, können einen VR-Modus haben. Habt ihr damals zu Zeiten des Hypes Phasmophobia gespielt? Wieso dann nicht Phasmophobia in VR? Ihr seid die übelsten Elite Dangerous Piloten? Go for it, zockt es in VR. Ein paar pfiffige Entwickler haben für Non-VR-Games auch VR-Mods herausgebracht. Hierüber werde ich noch ein extra Video machen. Denn da gibt es einige Beispiele. Und bis dahin geht's jetzt erstmal weiter mit 1. Echo VR ist der Multiplayer-Modus des beliebten VR-Games Lone Echo. In diesem 4 gegen 4 PvP-Sportgame müsst ihr versuchen, mit eurem Team ein Frisbee in das viereckige Tor des Gegners zu buxieren.
Das Tutorial ist eine kürzere Version des Lone Echo Tutorials und lehrt die Movement Basics sehr gut. Leider hat Echo VR eine steile Lernkurve, aber wenn man mal den Dreh raus hat, kann man mit dem Game sehr, sehr viel Spaß haben. Tatsächlich war Echo VR das erste VR-Game, das ich auf meiner Quest angefasst habe, und ich wurde bis heute nicht davon enttäuscht. Echo VR bekommt von mir 5 von 5 Gamepads. Ja, auch wenn ich bei dem Spiel manchmal echt das kalte Kotzen bekomme. Man sieht's, man muss keine hunderte Euronen ausgeben, um sich Spiele leisten zu können. Wenn ihr auch noch gute, kostenlose VR-Games habt, dann haut sie gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch auf der VR Side of Life zu treffen. Und bis dahin erst die rechte, dann die linke. Beide machen Winke-Winke. Ciao.